Kennen Sie die Geschichte vom Tod im Apfelbaum? Also, diese Geschichte geht so. Der Tod kommt zu einer alten Frau und will sie holen. Und dann sagt sie, ja, nein, jetzt geh doch bitte nochmal woanders hin. Und ich mag noch nicht und ich habe ja auch noch so viel zu tun. Na gut, der Tod geht dann wieder. Und nochmal irgendwann sagt er, so, also weißt du, jetzt ist es aber gut. Und sie sagt, ja, ich habe mich jetzt auch auf dich eingestellt, aber ich muss noch ein bisschen was zusammenpacken. Geh du noch derweil auf meinen Apfelbaum und stärk dich für die Reise. Gut, der Tod klettert also auf den Apfelbaum. Jetzt hat die alte Frau diesen Apfelbaum aber verflucht, sodass der Tod nicht mehr runterkommen kann. Und sie freut sich und alles ist wunderbar. Der Tod, der sitzt jetzt also da oben. Sind Sie bereit? Gut. Dann stelle ich Ihnen jetzt ein paar Fragen. Wie heißen Sie? Wie lautet Ihr Geburtsdatum? Wo sind Sie geboren? Wo wohnen Sie? Sie sind heute hier, weil Sie sterben wollen, richtig? Wir haben Ihnen eine Infusion gelegt. Wenn Sie jetzt sterben wollen, dann drehen Sie den Zugang auf. Sie werden einschlafen und nicht wieder aufwachen. Wir wünschen Ihnen eine gute Reise. Und dann nach einiger Zeit kommen die Lahmen und die Kranken und sagen, kannst du den Tod bitte wieder runterholen? Und ja, das dauert dann eine Zeit lang, doch dann hat die alte Frau einen Einsinn und lässt den Tod wieder runter. Und die anderen können sterben und sie geht dann auch.